So, willkommen zurück zu Super Mario 64, nicht Ocarina of Time, DS. Super Mario 64 DS. Rollende Stämme, brennende lollende Stämme, ja genau, ach komm. Internetkultur. Wobei man heutzutage ja LOL sagt, weil LOL wieder keine Ahnung was ist. Ist nicht cool. Wann war LOL schon mal cool? Also League of Legends natürlich. Trigger, Trigger, Trigger. So, einmal hier rüber und fertig ist die Sache. Also die brennenden... wir brauchen nicht mal den Baumstamm, um über den Baumstamm zu kommen. Es ist absolut lächerlich. So. Wundervoll. Und ich hätte vorher vor dem Part ein Safe State machen sollen, damit ich... Falls hier was abbricht durch das Gewitter und so weiter, dass da was, ja, ne, dass ich da schön anknüpfen kann, aber, tja, selbst schuld. Muss halt den alten Safe State von der letzten Session nehmen. Beziehungsweise eigentlich ist das noch die erste Session. Das Gewitter hat sich ein bisschen beruhigt und ich hoffe, ich komme so rein. Gott im Himmel, ey, ich will doch nur da rein. So, mal sehen. Also 2 FPS, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Nein, du sollst da rein. Genau so. So, und jetzt dürfte hier auch erstmal ein Checkpoint sein. Gut, dass hier auch eine ein Schatten ist von der Plattform. Was bei Lava eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil Lava glüht selbst. Wie soll da ein Schatten drauf fallen? Versteht ihr, was ich meine? Ach, hier ist kein Feuer. Das ist ja auch wieder Easy-Modus. Ach, komm. Das ist dafür deutlich höher. Einmal hochspringen. Umdrehen und dann den Stern holen. Ich wollte jetzt unbedingt keinen Dreisprung machen. Hätte tödlich enden können. Für den letzten Stern werde ich allerdings jetzt nicht nochmal das Level betreten, weil ich ganz gerne Wario dafür hätte, weil er den Koopa-Panzer freilegen kann, um blaue Münzen zu holen. Oder allgemein mit Panzer ist es deutlich leichter. In der Folge hatte ich eigentlich auch noch vor, direkt Bowser 2 zu besiegen. Also den zweiten Bowser zu machen. Deswegen, ja. Also allein in dem Raum müssten 2 Hasen gewesen sein. Die habe ich jetzt im Let's Play nicht gefangen. Das ist traurig. Das ist furchtbar schade. Und im nächsten Part holen wir dann Wario. So, aber wir müssen ja vorher natürlich noch Dire Dire Dogs machen. Und das wird auch sehr spaßig. Die wilde Wasserwerft. Beziehungsweise einfach mal eben das U-Boot. Oh, hier sind noch die fetten Fische. Sind das normale kleine Fische oder sind das diese fetten Bubberfische, die einen mit einem Happen wegessen können? Bubberfische. Das ist alles auch in einer Area. Das finde ich auch sehr interessant. Da, 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 da. Komm, noch ein Stück. Boah, mir juckt wieder die Nase. Was ist los? Gleich, gleich. Gleich kann ich sie wieder kratzen, weil... niedere Triebe und so. Man muss ihnen nachgehen, sonst... Ach, keine Ahnung. Was ich dämlich fand am Originalteil, ich weiß jetzt nicht, ob das hier anders ist. Im Originalteil war das so, wenn man Bowser besiegt hatte, dann war das U-Boot für immer weg. Man konnte das U-Boot kein zweites Mal machen. Selbst wenn man die erste Mission ausgewählt hat. Ich weiß nicht, ob das hier anders ist, aber... Naja, keine Ahnung. Es macht ja einige Sachen anders. Ah, okay. Wundervoll. Ein Kugelwilli. Was will der denn hier? Also dem wird nichts weiterhelfen. Nichts auf Deck. So. Die Wasserwand bewegt sich weg. Und wir können das Bowser-Level betreten. Wumms. Wuchtwall. Sag ich Wumms, sagt ihr Wuchtwall. Okay, soll ich versuchen, ein bisschen schneller zu machen, oder? Ach komm. Es war ein Versuch. Es war... Ein Versuch ist es natürlich immer wert. Und warum sprintet er so... Ey, komm, das ist doch beschiss. Ich
drücke nach rechts wie ein behämmerter Vollidiot, ja, und der macht's nicht. Gott im Himmel, warum ist die Steuerung nicht die vom N64? Denn ich weiß, dass die besser ist. Ah. Das ist eigentlich auch... Ist natürlich auch selbstverständlich, dass die N64-Version steuerungstechnisch besser ist, wenn sie einen fucking Analogstick hat. Ich kann es halt nicht oft genug betonen. Ich meine, man könnte natürlich auch versuchen, mit Analogstick zu spielen und das Steuerkreuz zu simulieren. Also so ein Spiel entwickeln. Aber... Ja, von da kommt man nicht weg. Von da kommt man nicht weg. Dreimal rein und schon bist du tot. Aber dann habe ich ja dasselbe Problem wie hier, weißt du? Also selbst mit Analogstick, selbst wenn du das hier mit Analogstick spielen würdest, dann hast du nur Probleme. Dank Skelux gibt es eine Möglichkeit, das Spiel, also jedenfalls einen Hack, den DS-Teil auch auf mit Analogstick zu spielen. Da gibt es aber ein extra Programm für, das Skelux entwickelt hat. Einfach nur aus diesem Grund. Weil er weiß, dass es kacke ist. Dass die Steuerung in dem Teil kacke ist. So, ein bisschen abkürzen. Kann ja wohl nicht schaden. So. Wir wollen nicht noch mehr Ärger hier haben. Aber wir müssen da gleich hoch, ne? Einfach das hier und dann... Also wir müssen hier gleich nochmal runterkommen. Und dann hält er sie nicht fest, der Vollidiot. Komm. Ich sehe doch nichts. Weißt du, wenigstens hat die N64-Version eine vordefinierte Kameraansichten, damit halt so ein Shit nicht passiert. Aber die ist halt sowas von passiv, die Kamera in dem Fall. So, ich läster mich wieder die ganze Zeit über den DS-Teil ab. Es ist ein Träumchen. So, ein bisschen Zeit sparen. Braucht ja niemand hier. Halt dich fest. Da hat er zu früh angenommen, dass ich mich fallen lassen soll. So, dann hier mal runter. Auf das Gitter. Ich glaube, das reicht aus, oder? Ich hoffe, ich komme von der Höhe her noch da an. Ah, ja, okay, wundervoll. Nur der Weg nach oben ist jetzt natürlich wieder ein bisschen länger. Auch hier gibt es wieder zwei Sterne. Einmal der für die roten Münzen. Vollkommen verständlich. Und einmal der für den Schalter. Das ist auch im letzten Bowser-Level so, also da wird sich wenig dran rütteln. Egal, ob du hier bist und nicht. Okay, das ist gut. Gar nicht mal so schlecht. Das war scheiße. Festhalten. Ganz ehrlich, wenn ich nicht so nah an dem Stern wäre, was ist hier drin? Ein Leben? Fucking Leben. Wäre ich nochmal zum Herz zurückgegangen. Aber jetzt werde ich auch rausgeworfen, ne? Jetzt kriege ich wieder ein paar Probleme. Und Kamerawinkel ist richtig. Okay, das ist nicht ganz so passend gewesen. Hält er sich wenigstens fest, wenn man... Ich würde da nämlich... Oh. Okay, immerhin das tut er. Es ist halt so knapp auf dieser kleinen... Auf diesem kleinen Weg. So. Und noch einmal den Schalter drücken, ne? Wow. Und das auch gezielt. Ja, da würde ich jetzt einfach mal sagen, Scheiß drauf! Oh, das ist sogar ganz ohne Schaden, okay. Ja, aber noch pünktlich ankommen, bitte. Und nicht an der Bombe festhängen. An dem Bob-Bomb. Das wäre das Letzte. Du bist das Letzte, Mario. So. Ach komm, das zählt doch noch. Jetzt nur nicht übermütig werden.
Nur nicht übermütig. Ich drücke auch irgendwie in die komplett falsche Richtung. Wahrscheinlich ist das im Original auch eine ganz andere. Und der Schalter bleibt gedrückt. Das ist auch interessant. So. Bovza, der seine Bomben verbrecherisch tief platziert hat. Du musst mir schon wieder auf den Keks... Du musst mir schon wieder auf den Keks gehen, oder kannst du nicht anders? Du musst mir schon wieder... Ja, das ist eigentlich eine ein ganz normaler Satz. Siehst du nicht, dass ich zusammen mit meinen Untergebenen fröhlich Unfug treibe? Oh, und nun rück die Sterne wieder heraus, die ich geklaut habe. Ja, ich habe sie zuerst geklaut und so. Naja, klar. Aber nicht heute. Ach komm, ich hab dich sowas von am Schwanz gepackt, das... Aber ich kann nicht mal durch ihn durchlaufen. Eigentlich sogar intelligent, aber... Ja komm, dreh ihn. Das ist so eine Kacke und ich muss wegrennen. Wenn der hier auf die Plattform stampft... Wie der auch am Rumzittern ist. Was ist denn nicht... Was stimmt denn nicht mit dir, Bowser? Vergleich das mal mit dem Original N64 Bowser-Kampf. Gut, Bowser sieht hier natürlich besser aus. Und ich habe ihn eigentlich voll gegriffen. Aber das sieht das Spiel natürlich nicht ein. Nicht ich bin scheiße, das Spiel ist scheiße. Natürlich, ja. Das Spiel sieht das nicht ein. So, als hätte das Spiel seinen eigenen Willen. Und würde nicht nach irgendwelchen Regeln ablaufen. Und runterrutschen. Und am besten nicht zu weit rutschen. Ich kann ihn wirklich nicht greifen, während das alles so rumwackelt. Boah, meine Nase! Das ist ja auch das Schlimmste. Okay, ich muss mal... Boah. Ha. Erstmal 10 Kilo Koks durch die Nase ziehen. So. Und weg ist er. So will ich das haben. Ein Leben. Und ein direkter Treffer. Oh, ich habe schon wieder verloren. Oh mein Gott. Ja, nächstes Mal ist er besser drauf. Und dann haut er ab ins Türmchen. Und das war der zweite Bowser. Ah. Aber wir sind schon schnell dabei, ne? Im fünften Part schon 42 Sterne. Ja. Muss ich wirklich mal wieder mit anderen Let's Plays vergleichen. Wird wahrscheinlich gar nicht mal so ein langes Let's Play sein. Ich gehe mal schon so von maximal 20 Parts aus. Maximal. Alles drüber wäre verbrecherisch. Wir gehen jetzt nochmal in die Wubiwabba-Wüste, bevor wir uns nach oben trauen zu Wario. Ja. Wubiwabba-Wüste auch nochmal kurz anreißen oder so. Machen später noch mehr. Okay, in den Krallen des Riesenvogels. Kann ich jetzt hier auch an der Seite so... Pillarless, ja. Warte mal. Ach, das geht ja nicht. Das ist ja... Ja. Aber ich kann vielleicht die Box nutzen, um rüberzukommen. Klepto der Kondor. Ich würde nämlich ganz gerne hier über den... Yes, genau das wollte ich machen. So, da kommen wir nämlich einmal auf die andere Seite. Und dann können wir vielleicht mit einem gezielten Dreisprung, wenn die Kamera will. Yes, direkt zum Stern. Hatte kurz die Befürchtung, dass das Spiel freest, aber nee. So, das war jetzt bringe Licht in die Pyramide, oder? Die Spitze der Pyramide, was auch immer. Ja. Kann ich doch nichts für, dass die Namen verändert wurden im Remake. So. Ich hätte auch mal wieder Bock auf Super Mario 74, ganz ehrlich. Hatte auch ganz nette Level. Visuell sahen die jetzt zwar nicht so richtig gut aus. Also auf keinen Fall so nach dem heutigen Standard, aber... ja. So, einmal hier die Säulen hoch und fertig ist. Auch wenn die Säulen gar nicht so danach ausschauen, als würde man da hochlaufen können, aber... Ja, ganz nach dem Super Mario World Prinzip kann man da auch schön die Wände hochlaufen. Ich glaube wirklich, dass das von Super Mario World inspiriert wurde. Wenn man da auch so
solche komischen Blöcke hatte, die man dann so... Da konnte man ganze Röhren hochlaufen. Das war ganz nett. Oh, meine Nase, ey. Ist ja auch nicht das erste Mal, dass man überhaupt eine Wand hochlaufen kann. Wobei doch, wahrscheinlich ist es hier das erste Mal, nur... ach komm, ich nehme nochmal den Sprung. Block. So. Ach, die haben die 5 Geheimnisse... Nein! Was ist das denn? Was ist das denn für Puss... Ach, komm. Okay, ja, okay. Man muss halt nur den Weg treffen, aber es ist halt... Das ist ja also wieder Weichei-Modus, ne? Dass man so tief in den Sand rein kann. Meine Nase juckt gerade echt erbarmungslos. Kamera, komm doch so ein bisschen 45 Grad, was weiß ich. Man kann halt nicht, es ist halt so eine Kacke hier, ey. Man hat halt nicht so viele Möglichkeiten wie im Original. Man ist extrem eingeschränkt und hier muss sich die Kamera natürlich nochmal bewegen. So, jetzt sind wir drin und wir müssen auch wirklich die Säulen einstampfen, um in die, um zum Zyklapskampf zu kommen. Und wir werden die Silbersterne mit den 100 Münzen verbinden, würde ich so sagen. Kann ich hier einfach... Ach komm, ich würde auch ganz gerne einfach einen Dreisprung abkürzen und dann... Boah, mach... Ah, diese Achtelsteuerung, ey. So. Oder diese Pi-Viertelsteuerung. Ein bisschen rüberhüpfen und das überleben. Ja, die Münzen sind hier weg und die Checkpoints auch. Also es werden höchstwahrscheinlich Silbersterne sein. Sehr interessant. Ich habe jedenfalls Silbersterne noch in Erinnerung. Also es wäre das Passendste. Jetzt kommen diese Wände. Ich finde, der Dreisprung von Mario ist hier auch deutlich höher als im Original. Wahrscheinlich ist Yoshi eher dem Original... empfunden, nachempfunden. Und hochlaufen. Nase, Nase juckt. Wohin? So, der springt nochmal. Aber der dreht sich nicht, ne? Gut. Puh, diese ganzen Schrägen, ey. Was? Ey, auf dem Zaun stehen, ernsthaft? Das hätte jetzt auch von hinten losgehen können. Verdammte Nase, ey. So. Was fehlt jetzt noch? Eine ganze Menge. Also einmal die Säulen. Das wäre jetzt noch möglich. Ja gut, die 4 Säulen. Ist jetzt auch nicht so schwer. Also jedenfalls auf der N64-Version würde ich behaupten. Wie das hier ist, ist jetzt auch wieder eine eigene Frage. Einfach hier ein Dreisprung. Das würde ich mir jedenfalls so wünschen. Genau, und dann sich die Wingcap abholen. So, auf dem N64 war das immer so ein kleines Problem, ob er die Säule erkannt hat oder nicht. Ich hoffe, das ist hier ein bisschen besser gelöst. Ne, das war immer so ein bisschen schwammig. Ich weiß nicht, ob es nur bestimmte Polygone gab oder ob man bestimmte, ob man die Münzen einsammeln musste, aber es hat nicht immer so funktioniert. Ja, wenn man sich so ein bisschen mittiger aufgehalten hat, dann hat das auch oft funktioniert. Also, das ist auf jeden Fall nicht zufallsbasiert. Aber es, man konnte sehr leicht irgendwie einen Trigger verfehlen. So. Mit dem Käfig nach unten. Und dann im Grunde nur noch Zyklaps besiegen. Handroids. Wie hießen die denn nochmal im Englischen? Hießen die nicht auch irgendwas mit Hand? Ich habe echt keine Ahnung mehr. So. Ja, komm. Das müsste es eigentlich sein.
Die haben so einen irre langen Text, ne? Wer schreitet dort? Bricht die Siegel? Wer weckt Vergangenes? Wir hassen das Licht. Polter. Muss man natürlich ausschreiben. Wir hassen Eindringlinge. Kämpfe Hand in Hand. Oh, die haben diesmal nicht so lange Texte. Die haben auch fettere Augen zum Treffen. Nummer 1. Ja, die wurden auch in Mario Kart DS verwendet, ne? Die haben sehr viel weniger Zeit. Die sind schwerer als auf dem N64. Was ist denn jetzt passiert? Da will er mich schon wieder runterschubsen. Ne, die haben echt wenig Zeit. Am besten müsste man eigentlich reindiven. So. Ich habe aber jetzt wirklich geschlagen, ne? Dass das klar ist. Jetzt macht er wieder irgendwas anderes, ne? Also eigentlich kann man die Cyclops sehr schnell besiegen. So, Nummer 1 ist tot. Jetzt kommt der andere auf uns zu und den können wir dann so fertig machen. Ja, interessante Hitbox. Oh, was ist passiert? Wir zerfielen wie Steine zu Sand. Du bist stark. Du bist der Herr der Pyramiden. Führe heute... für heute. Nimm diesen Stern. Wir schlafen in irgendwie... Im, wie heißt das? Nirvana. Genau. Die sind jetzt im Nirvana. So. Boah, es ist warm, ey. Das sind aber auf jeden Fall die letzte Folge. Aber einen Stern kann man noch holen. Frage ist, gibt es in der Wubiwaba-Wüste noch was? Dann könnte man in der nächsten Folge dann schon direkt Wario freischalten. Ein Stern in der Kiste. Darunter kann ich mir jetzt wirklich gar nichts vorstellen. Ein Stern in der Kiste. Ich glaube, hier gibt es wieder so einen Zeitstern, kann das sein? Mal die Wingcap holen und dann... Ich habe keine Ahnung. Oder warte mal, am besten den Cooper-Panzer, der ist auch recht gut. Aufpassen wegen dem Tornado. Boah, es ist so gottverdammt warm. Vielleicht hier? Ne, hier ist das Ding. Oh! Ach komm! Aber ich glaube, auch hierfür braucht man wieder Wario. Ich glaube, da gibt es nämlich so einen soliden Block, den halt nur er zerstören kann. So einen schwarzen. Ah, rote Münzen. Aber ich habe jetzt echt nicht so die Böcke drauf. Und ich will die Folge auch jetzt gleich beenden. 2 und 3. Ach komm, schön daneben. Was soll's. Da drüben müsste auch ein Warp existieren. Nein, zu weit. Pff. Ach, was soll's. Ja, man kann sich auch noch von den Seiten platt trampeln lassen. Ja, genau, hier braucht man Wario für. Ist alles nicht so toll. Aber dann können wir wenigstens schon mal nach oben gehen. Beziehungsweise schon mal Luigi nehmen, ne? Also, Luigi auswählen und dann... Vielleicht sogar noch einen Stern von einem Toad abgreifen. Boah, es ist warm. Yay. Und wir werden voll aufgefüllt. Das ist auch ganz nett. Boah. Nee, ich werde hier die Folge beenden. Stern kann man beim nächsten Mal holen. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Es ist unerträglich.